Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Reaction auf dem Kanal. Heute reagieren wir auf, wir haben wieder Stu Sash. Es ist immer geil, wenn wir neue Stu Sash Sachen haben. Heute Perry 2 Times auf dem Stu Sash Kanal, produziert das Ganze bei Venom, GTB und Zorn. Staffel 4, Episode 14, ich glaube es wird noch zwei Stück geben und dann die neue Staffel, das drittletzte Stu Sash in dieser Staffel. Let's go. Das Lied ist soeben rausgekommen, 2 Minuten lang, auf geht's. Auf geht's. Okay, Review, Shoutout to Milo Pictures. Harry two times. Der Name sagt mir was. Ich glaube, ich hab mal was von ihm gehört. Jump away that best, you don't wanna hear your heat start when you're blasting. I'm big CBAC03WC, I've never been spotted. Why don't Bisky get risky with the belly on niggas snow out charging? Okay. Kann die Reaction ja gleich auf Englisch machen. Ja, ich hab's wieder. Okay, doch, das ist glaube ich sogar ein Engländer. Jump away that best, you don't wanna hear your heat start when you're blasting. I'm big CBAC03WC, I've never been spotted. Kommt böse rein. Okay, wir machen das nochmal. Gefällt mir sehr bis jetzt. Der Beat ist gut. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht haben wir hier mal wieder eine der besseren Stu Sashs. Jump away that best, you don't wanna hear your heat start when you're blasting. I'm big CBAC03WC, I've never been spotted. Why don't Bisky get risky with the belly on niggas snow out charging? Niggas jump on the net, start barking. Hand break down like a pile of barking. Your heat start, your regrets are sparking. I'm an African boy, I don't know about patience. I hop part and a boy to a patient. Should I say we're coming like that, so raving. I had a girl's back shaving. He tried run, but he never found his haven. Okay. I was shown by the Danny Mommies in 2 days now, now he doesn't like bacon. Break it. Mir gefällt seine Stimme sehr. Ich hoffe, dass er Deutsch kann, dass er meine Reaction auch versteht. Ich weiß es wirklich nicht, ob er aus Deutschland kommt oder was auch immer. Gerne in den Kommentaren, wenn ihr mehr wisst. Bis jetzt wirklich sehr, sehr gut. Don't like an explanation. Harry be stepping with blessings, you rapping, I'm guessing, I'm on in the stressing. Steady flexing, I'm up in this mess and I plan that they have, but it's zero interesting. Wie bitte? Amazing, tedious, now he doesn't like bacon. Break it down like an explanation. Harry be stepping with blessings, you rapping, I'm guessing, I'm on in the stressing. Steady flexing, I'm up in this mess and I plan that they have, but it's zero interesting. Break it down like an explanation. Break it down, macht man so. Like an explanation, okay, sehr interessant. Die Lines sind auf Englisch, ein bisschen verwirrend, auf Deutsch zu reden und englische Sachen zu reagieren, aber okay. Amazing, tedious, now he doesn't like bacon. Break it down like an explanation. Harry be stepping with blessings, he rapping, I'm guessing, I'm on in the stressing. Said he flexing, I'm up in this mess and I plan that they have, but they zero interesting. To get old and I'm learning a lesson, expressing myself, niggas asking my questions. I don't drink, I don't know no finessing. Perry the step, I don't need no more dressing. See, I jump on beat and it's looking no mad. Got my dreams way bigger than Shaq. Stay 10 toes and I make sure match. Boots in the bando and it's looking no frass. I can't lie, see my life manifested. See the future and I get all gas. Still in the gym trying to get all polo. On my solo, see I float all jack. Samurai Jack, RP Biss and RP Lats. Free double load, that's still on my back. Tell them bang them gates and then free Miss Mac. 2-2-2 else and I got that. Free Miss, RP Biss and Lats, okay. Wenn ihr ein bisschen die UK-Drill-Szene verfolgt, dann wisst ihr auf jeden Fall, wer die drei sind. Würde mich jetzt interessieren, ob er mit denen was zu tun hatte, ob er wirklich aus England ist und aus dieser Region ist. Auf jeden Fall, falls für die, die es jetzt nicht wissen, aus Harlem Spartans kommt Biz oder Lads oder auch Mizor Mac. Würde mich interessieren, ob er aus der Region kommt, vielleicht ob er auch was mit denen zu tun hat. Wirklich, wenn ihr mehr wisst, gerne in die Kommentare. Samurai Jack, RP Biss and RP Lats. Free double load, that's still on my back. Tell them bang them gates and then free Miss Mac. 2-2-2 else and I got that back. One, but I'm not kid trap. No cap, Perry speaking in fast. I'm a Magnum Sparta mission match. Jump out where that best, you don't wanna hear your heat start when you're blasting. I'm big CBAC03WC, I've never been spotted. Why don't Bisky get risky with the belly on niggas snow out charging? Niggas jump on the net, start barking. Hand break down like a pile of parking. Your heat start, your regrets are sparking. You don't wanna hear your heat start when you're blasting. I'm big CBAC03WC. WC, I've never been spotted. Why don't Bisky get risky with the belly on niggas snow out charging? Niggas jump on the net, start barking. Hand break down like a pile of parking. Yo, he's that your regrets are sparking. Stark. Geil. Sehr gut. Auch ein bisschen international. Stu Sash. Ist auch immer gut. Stark. Das war meine Reaction to Perry 2 Times Stu Sash. Hat mir sehr gefallen. Klar, ein bisschen verwirrend, dass er auf Englisch gerappt hat, aber ich auf Deutsch reagieren muss. Aber nichtsdestotrotz waren gute Lines dabei. Der Flow war sehr gut. Die Hook hat mir gefallen. Die war sehr dynamisch. Konnte man sehr gut mitviben. Und der Beat hat perfekt gepasst. Video clean wie immer. Shoutouts Milo Pictures. Beat sehr gut, habe ich schon erwähnt. Venom und Zorn. Shoutouts an jeden, der hier beteiligt war. Lied kommt in meine Playlist. Hat mir sehr gefallen. Gute Energy, guter Vibe und allgemein
einfach auf Englisch klingt Drill nochmal ein Ticken besser als auf Deutsch. Was denkt ihr über das Ganze? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Habt noch einen schönen Tag, haut rein und ja, ciao.